Da wir im letzten Part die zweite Welt somit absolviert haben und den Octo-Samurai besiegt haben, können wir jetzt in Welt 3 im Schnabeldepot anfangen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part in Splatoon 2 im Story-Modus. Wir gehen direkt in Welt 3 und sehen wir da die perfekte Animation, wie wir die Welt betreten. Und schon mal einen Vorschau haben, wie die Welt so aussieht. Gute Einblicke schon mal. Und halt, ja, beziehungsweise, naja, dass die Teile halt wieder da sind, die man bei dem einen Sniper-Level halt, die halt auch dabei waren, kommt zum Punkt. Ja, was war das vorherige? Level 9. Also bräuchten wir auf jeden Fall Level 10 und das Gesuche geht wieder los. Halleluja. Ach. Das ist schon mal 11, also müsste 10 hier auch irgendwo in der Nähe sein, bestimmt. Aber hier gibt es dann auch wieder eine Schriftrolle zu finden, auf jeden Fall. Level 10, Level 10, Level 10. Auf jeden Fall sieht die Welt schon mal etwas interessant aus. Und somit haben wir auch schon mal, naja, eine kleine Schwierigkeit bei der Overworld. Ich weiß nicht, weil hier sind auch Sprinkler aktiv und soll ich denn da rankommen? Warte mal. Ich versuch's einfach mal. Scheiße. Okay. Das war dann doch keine gute Idee. Ich glaube, dann mache ich es mal doch lieber mit einer anderen Waffe. Und zwar mit unserer Heldenwaffe. Versuche ich jetzt nochmal dasselbe. Dann müsste es ja diesmal klappen. Hier müsste ja auch irgendwo ein Level sein wahrscheinlich. Und diesmal. Hey! What? Warum? Fängt da schon mal gut an. Die ersten 2 Minuten und jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, ich hätte sowas von krass verfehlt. Aber hier hinten ist bestimmt irgendwas, irgendein Level. Bestimmt. Safe. Ich schmeiß einfach irgendwas hin. Und hoffe, dass irgendwas passiert. Ja. Jetzt geht auch ein kleines bisschen schneller. Ja, komm schon. Fehlt noch ein bisschen. Und? 13. Okay. Das ist erst Nummer 13, aber ich brauche die 10. Ich möchte nämlich gerne nach der Reihenfolge gehen. Und jetzt geht auch ein kleines bisschen schneller. Okay, gut, soweit. Das kann erstmal so ein kleines bisschen dauern. Ihr könntet es auch gerne überspringen, wenn ihr wollt. Ihr müsst jetzt nicht alles sehen. Es sei denn, ich werde einfach so einzelne Cuts setzen, das wäre, glaube ich, auch möglich, wenn ich daran denke. Aber ich denke mal schon. Kann ja schon mal hier die Ballons ja schon mal irgendwie zerplatzen lassen. Wenn das was bringt. Aber ich denke mal schon. Wird bestimmt irgendwas dabei rauskommen. Aber ich habe es schon verkackt, weil ich so spät reagiert habe. Ja, habe ich. Oder wobei. Ah! Okay, dann halt nicht. Nein, das will ich jetzt so nicht machen. Jetzt sind wir da diese blaue Ballon wieder. Aber ich glaube, wir bekommen nur Fischalber durch. Okay. Na gut, besser als nichts. Da gehe ich mal am besten hier hoch. Hier müsste ja auch eins sein. Das könnte jetzt auf jeden Fall mal wieder ein kleines bisschen lange dauern. Nach dem Level zu suchen. Mal wieder. Ah ja, ich gebe mein Bestes, damit das nicht so komisch rüberkommt. Okay, da haben wir's. Level 10, vorbei an der Octopatrouille. Mal schauen, was wir diesmal so von Art bekommen. Ich bin mal gespannt. Okay, halt schon mal einen sehr guten Ausguck. Ein Heldenschwabber, nice. Nimm bitte. Der Heldenschwabber ist vielleicht mit die simpelste aller Waffen. Schwing ihn mit ZR und er lässt Tinder sogar über Wände schwappen. Wenn du das Ziel erst beherrschst, sind deine Gegner im Eimer. Was für ein Wortspiel. Hurra! Dann lasst uns in diesem etwas interessanten Level nach der Schriftrolle und nach dem Entovium finden. Suchen. So. Klingt besser. Okay, wir haben wieder die Surfschienen. Aber die gefallen mir. Die gefallen mir auf jeden Fall. Hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Bis jetzt vom Levelaufbau. Genau, ein Octopatrouille, okay. Das
Nee. Och Mann. Das hinterlässt Spuren. Das Viech hinterlässt Spuren des Bosses aus dem ersten Teil. Na wunderbar. Aber wir können, glaube ich, hoch, ne? Kann das sein? Wenn wir es hinbekommen. Ja. Ah, verdammt. Hätte ich es aber fast geschafft. Bringt das überhaupt was, wenn wir da nach oben gehen mit dem Teil? Ich weiß gar nicht. Also so also ein Versuch ist es wert, ne? Komm her. Jetzt vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, aber da oben scheint irgendwas zu sein. Okay, das ist schon mal ein Ausrüstungsgegenstand. Wow. Okay, das war knapp. Ist hier noch irgendwas Zufälliges? Ich will jetzt nicht so viel wie möglich was übersehen. Mhm, da oben scheint was zu sein. Ich gehe am besten nochmal drauf. Okay, sind jetzt nur Fischeier. Egal, ich versuch's trotzdem und faile dabei. Okay, ich lasse es gut sein. Ich gehe jetzt einfach normal da oben drauf, so. Auf dem normalen Wege. Hier oben sollte es so in Sicherheit sein. Ja, für die ersten paar Sekunden auf jeden Fall. Erster Checkpoint haben wir schon mal so weit. Und die Schwämme sind auch wieder da. Okay, da war ja... Am Anfang war ja auch schon einer da. Na gut, egal. Gehen wir erstmal hier nach oben. Und so wie es scheint, brauchen wir wieder hier einen Schlüssel, um den Container zu öffnen. Mach keinen Scheiß. Da ist was. Da ist was. Okay. Der Tod war also doch nicht umsonst. Sonst hätte ich es wahrscheinlich übersehen. Oh Mann. Nein, ich lasse mich diesmal nicht so treffen wie im letzten Part, wo ich sogar richtig Rage gequittet habe. Nein. Ich werde erst die Sterne, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Ich bin gleich am Eskalieren. Ich merk's jetzt schon. Es wird doch nicht so schwierig sein, jetzt schon am Anfang des Levels schon tot zu gehen. Warte mal, ich mach's anders. Hat sich dafür jetzt das Leben genommen. Oh, ist auch schön, ne? Nein, diesmal nicht. Okay, gut. Ich versuch's mal anders. Ach so, ja, der lässt es einfach kalt. Nein, Mann! Achso, da war noch einer. Ah, hier stört uns diese verdammte Oktopatrouille. Was soll denn da Mist? Ja, chill mal. Meine Güte, aber wir können da rein. Was ist denn hier drinne? Achso, hier, da ist der Schlüssel drinne. Bevor ich es vergesse. Hier war noch was gewesen um die Ecke. Ja, ist ja gut. Nicht nerven. Nee, danke. Kann das jetzt mal die Oktopatrouille mal kippen in Ruhe lassen? Ist mir gerade. Ich fühle mich jetzt schon so übelst angepisst. Wie komme ich da runter? Ah, ich kann da runterspringen. Da war noch ein Schwamm. Lass es gut sein. Okay. Boah, war das knapp. Ah, die Schriftrolle. Okay, da fehlt nur noch das Anchovium. Bin mal gespannt, wo sich das aufhält. Hoffentlich recht leicht. Und nicht so abnormal schwer. Im letzten Part war es wenigstens ja okay gewesen. Wo ich mich halt nur etwas dumm angestellt habe. Was eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. War einfach nur meine komplette Dummheit. Aber soweit, ja, es bleibt gut. Jetzt wäre ich fast in den Tod gestürzt. Ich habe die Schwämme nicht gesehen. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Komm, versuch's nochmal. Verliert diesmal weich ich aus. Und jetzt oben drauf. Komm schon. Ja. Wenn das was bringt. Naja, so ein bisschen. Ich weiß nicht. Hat sich eventuell gelohnt? Naja, egal. Machen wir einfach weiter. Und fehlt noch das Anchovium. Nicht, dass es irgendwo dreist versteckt ist oder so. Und das war schon längst da.
Dann wäre das ziemlich scheiße. Ja, ich passe schon auf. Keine Sorge. Ja, das brauche ich auf jeden Fall wieder. Komm schon. Ich habe keine Tinte. Können sich alle verpissen? Ja, mach unsere Schwämme ruhig kleiner. Boah, ey. Das ist nicht nett. Vor allem in... Die aimen nur diesen Schwamm, wo ich drauf bin, ne? Was soll denn der Scheiß? Also echt mal. Sind ja unerzogen. Okay, lass mal weg. Und hier eventuell ist was? Nö. Nö. Das scheint nicht zu sein. Aber dahinter... Nee, das war vom anderen. Nee. Da war ich vorhin schon. Ich dachte jetzt schon, hä? Okay. Und so weit, so gut. Also... Da ist bestimmt nichts drin. Ah, nur so ein paar Fischeier. Mehr aber auch wieder nicht. Okay. Nochmal gründlich umschauen. Nicht, dass wir hier noch irgendwas vergessen, weil die Schriftrolle haben wir schon mal. Und müsste ich jetzt eben am Anchovium, was ich jetzt nicht in diesem Level finde, nochmal machen. Darauf stehe ich überhaupt nicht drauf. Noch ein Lager zur Patrouille. Die sind ja wirklich hinter dir her. Ja, ich hätte was Böses gemacht zu haben. Ja, ist jetzt mal gut. Geht alle weg. Ich glaube, ich kann auf jeden Fall nochmal da hoch. Ich weiß nicht, ob da ganz oben nochmal irgendwas sein scheint. Also, wie es aussieht, ist halt nichts. Kann ich ja normal da hoch? Nee. Dass man diesen Octorigul einfach mal nicht töten kann, ne? Es ist immer in dieser falschen Position, ne? Ich will wissen, ob da irgendwas oben ist oder ob man da überhaupt ganz oben ran kann. Na komm, mach einfach. Ja, geht da hoch. Wunderbar. Naja, man kommt nicht bis ganz nach oben. Naja, wenn man so Fischeier-like geil ist und die ganzen Ballons jetzt zerstören will, dann... Ja, herzlichen Glückwunsch dabei. Aber... Ich will mich ja nicht so lange aufhalten. Wir brauchen noch das Anchovium. Ich möchte gerne wissen, wo sich das aufhält. Bitte im First Try. Wäre wunderbar. Oh, das war keine gute Idee. Na, verdammt. Okay, wenigstens haben wir schon mal einen Teil davon eingefärbt, dass wir halt schon mal da hochschwimmen können. Komm, mach deinen komischen Move nochmal. Komm schon. Gib dein Bestes. Jetzt komme ich da nicht hoch, ne? Oh, das darf nicht wahr sein. Versuch's nochmal. Komm schon. Ein Coupon? Ich hätte das wirklich mal mit einem Trubium gerechnet, aber ein Coupon? Ernsthaft? Ach, apropos Coupon, gutes Stichwort. Seit seinem Patch 1.1.2 wurde der Glitch behoben. Leider. Aber es war schön, Coupons zu farmen. Ach man, ich habe so wirklich das Gefühl, als hätte man das Anchovium schon verpasst, ne? Und das ist auch der letzte Checkpoint. Och nee, ne? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich war das Anchovium. Ob er so auch wieder rumzuspacken, ey, ich kann es nicht leiden. Und das ist sowieso nervig. Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wobei, ich kann es hinbekommen. Vielleicht kommt ja hier noch. Das Anchovium ist doch hier noch anwesend. Okay. Ich dachte schon, ich hätte das schon irgendwie übersehen oder so. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Habe ich auch nochmal Schwein gehabt, ey. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich schon verpasst habe. Und genau das meine ich. Manchmal kommen Schriftrollen oder Anchovium allgemein wirklich ganz zum Schluss, wo man sich dabei denkt, Scheiße, ich hab's verpasst. Und dann ist es doch noch ganz zum Schluss. Man kommt sich manchmal irgendwie überhaupt nicht verarscht vor. Ohne Witz. Lass mich mal in dein Waffenlogbuch schauen. Sehr gut, mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Dinge zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot.
Viel Erfolg weiterhin. Ja, die Waffe ist erst im Angebot bzw. in Artis Kalmasanal erst, wenn man alle Waffen bzw. eine Waffe in jedem Level benutzt hat. Yay! Toll! Naja, wenn ich irgendwann Langeweile habe oder so, dann werde ich dies auf jeden Fall tun. Mal schauen. Irgendwie irgendwann. Heldenschwapper erhalten. Wunderbar. Und auch ein Coupon. Ich glaube 1,5 wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar 2,0 wahrscheinlich. Irgendwie, wie auch immer. Okay. Schriftrolle 10. Und da steht geschrieben. Der neue Hecht im Karpfenteich. Die Inkade. Jetzt neu in Inkopolis. Kommt alle und amüsiert euch. Lasst es in der Inkade krachen. Ja, für lokale Multiplayer eigentlich ganz gut, ja. Da bist du ja wieder. Nur noch 5 Elektrowälze und das Boss-Kessel-Portal steht zur Verfügung. Ja, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken. Ja, ich versuch's jetzt einfach schnell jetzt nochmal hier mit dem Ballon. Einfach mal mit dem Schwapper. In der Hoffnung, dass ich es irgendwie auch damit hinbekomme. Ja, die Reichweite ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Krieg ich's hin? Krieg ich's hin? Nein, ich krieg's natürlich nicht hin. Ja, warum auch, ne? Ach Mann. Ich hatte auf jeden Fall Level 11 freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Dann gehen wir schon mal direkt dahin. Yay. Ich mache dann wieder auf jeden Fall alles offscreen. Also die ganzen Level finden, damit das dann in der Aufnahme nicht so lange dauert. Na gut, lang genug geredet. Fangen wir an mit Level 11. Jäger und Gejagte. Wir bekommen schon wieder eine zufällige oder neue Waffe von Arti. Jetzt momentan geht es irgendwie recht schnell. Dass wir mal neue Waffen bekommen. Es sei denn, es sind Waffen, die wir halt schon bekommen haben. Naja, passt schon. Heldendoppler, beziehungsweise Klecksdoppler. Yay, schön. Meine Main Weapon. Nice, nice, nice. Da kann man wenigstens schön rumskillen damit. Naja, wobei man soll es nicht so krass übertreiben, wie ich gerade. Weil man kann halt nicht so genau springen. Außer man läuft die ganze Zeit und macht das so die ganze Zeit. Wir haben hier wieder einen Feigling. Was ist denn das? Na komm. Stell dich deinem Schicksal. Du wirst sowieso früher oder später hier krepieren. Also wie jetzt gerade. Ja. Okay, da gehen wir wieder zurück. Damit wir den Container öffnen. Damit wir auch im Level weitermachen können. Nächsten Checkpoint. Mal wieder so ein Chibi. Besteht das ganze Level jetzt daraus oder so? Gibt es auch eine Art von den Okto-Rekruten oder so, die irgendwie so einen bestimmten Namen haben? Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es so eine Art, wie die heißen, die ganze Zeit nur wegrennen und halt irgendwann sowieso nicht mehr wegrennen können. Wegen dem Wege. Na komm schon. Geht doch schnell. Schmerzlos. Ah, vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen umschauen. Um halt nichts zu vergessen. Diese Gitter könnten fast der Falle sein, ne? Als ob da unten dann irgendwas sein könnte. Irgendwie. Fühlt sich zumindest irgendwie so an. Kann ich ja trotzdem nochmal kurz nachschauen, auch wenn es schon zu spät ist. Aber nö, war alles okay, stimmt. Du, soweit ganz gut. Sei vorsichtig, andererseits. Attacke! Na klar, Feuer frei! Einfach so. Einfach keine Gnade zeigen. Komm, einmal du. Wo ist dein Kollege? Der ist auch fällig. Komm schon. Nein. Ich musste meinen Pro-Controller so hart, ey, fast um 360 Grad drehen. Ich zock ja gerade währenddessen auch mit Bewegungssteuerung. Da ist es ja auch kein Wunder. Okay, ich kann halt immer wieder die Kamera halt so mittig stellen. Aber naja, geil. Achso, da war noch so eine Stufe. Habe ich nicht gesehen. Aber hier scheint aber auch nichts zu sein, ne? Naja. Die Sache ist, dass wir Schriftrollen und an Chovium nicht verpassen. Aber mir kommt das irgendwie langsam irgendwie so vor, als wären die Level irgendwie länger. Vielleicht kommt mir das nur so vor oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Die Level kommen mir irgendwie so seit langem übelst lang vor. Und ich brauche einfach zu lange noch. Das kann auch sein. Ich glaube, Option 2 ist da wohl eher richtiger, würde ich mal so sagen. Yeah. Wunderbar.
Okay, ist nur wieder so eine Sardinenbüchse. Momentan scheint hier nichts zu sein. Detailgetreu umschauen, um halt nichts zu verpassen. Aber soweit scheint alles okay zu sein. Irgendwie. Ich hoff's jetzt einfach mal. Machen wir einfach weiter. Der hier im nächsten. Okay, doch kein Checkpoint. Ich hätte jetzt mit dem Checkpoint jetzt wieder gerechnet. Aber dem war dann doch nicht so. Ja, die ist einfach so. Irgendwelche Objekte, die in der Luft schweben. Naja. Sind ja hier so, wie es manchmal im Hintergrund aussieht, in einer anderen Dimension. Und hier scheint eventuell was zu sein. Diese Feigling. Nein, was hab ich für eine Scheiße gemacht? Boah, war das billig. Das war richtig lächerlich, ey. Ich habe es nicht so sehr darauf geachtet. Das war nicht so geil. Na gut. Dann halt ein Versuch Nummer 2. Okay, und diesmal nicht nochmal so leicht sterben, bitte, wenn das geht. Wäre ein nices Ding. Wo ist jetzt der andere Typ hin? Ach, der ist wieder hier irgendwo ganz weiter hinten, ne? Ah, dich kriege ich auch noch, warte. Dich kriege ich auch noch. Aber nicht dabei sterben, ne? Das wäre jetzt keine gute Entscheidung. Ach, dann mache ich es halt so. So, leichter Angriff vortäuschen. Ja, jetzt kannst du dich auch nicht mehr verstecken. Mir fehlt noch das Anchovium. Immer nur das Anchovium. Naja, das kriegen wir auch schon hin. Geh in Deckung und fall ihnen in den Rücken. Ja, das wird schon noch. Nein! Ach, ey, heute stelle ich mich aber auch echt dämlich an, ne? Ohne Witz. Es kommt ein bisschen lächerlich rüber, hab ich so das Gefühl. Ja, das war sogar jetzt etwas besser. Habe ich mich sogar etwas gut angestellt. Ah, sehr schön. Nächster Checkpoint. Oh, sogar der letzte. Oh, Anchovium, wo bist du? Wo steckst du? Wo kannst du nur sein? Ich brauche dich hier im First 2. Wäre wunderbar. Wäre sehr nett. Wenn du es einrichten könntest. Hier ist aber wieder was los, ey. Vielleicht könnte die hier noch irgendwo sein. Ah, hier ist das Anchovium. Also gibt es hier zwei Schlüssel. Muss ich damit unbedingt den Container öffnen? Oder kann ich damit schon mal hier den Kasten öffnen, zufällig? Okay, nice. Wunderschön. Wunderschön. Ah, hier kann ich auch meine Spezi benutzen. Kann ich auch jetzt schon mal machen. So, alle töten. Wenn ich alle treffe und nicht manche davon ausweichen. Aber ist ja ganz leicht. Die Octobots. Ne, nicht Octobots. Die kleinen Octo-Rekruten. Oder generell alle Varianten davon sind einfach so eine eingeschränkte KI, die fast nichts checkt. Na, wobei, die Octolinge auf jeden Fall, die checken schon was. Die sind wenigstens dreist, dann versuchen noch in der anderen Farbe, in der gegnerischen Dino trotzdem noch zu flüchten. Und darin zu schwimmen. Wie im letzten Part, wo ich mir ein bisschen verarscht vorkomme. Das war ein kleines bisschen komisch. Wo ist jetzt der Container? Da. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich werde langsam blind. Aber dann direkt auf beiden Augen. Insider. Okay, gut. Level bestanden. Jedes Level und Anchovium. Jedes Level und Anchovium. Ja, wahrscheinlich jedes Level, ne? Anchovium und Schriftrolle natürlich. Yay, wunderbar. Da haben wir das jetzt auch mal hinter uns. Nice. Coupon wird erhalten. Wunderbar. Und in der Schriftrolle Nummer 11 steht geschrieben: Durch höhere Mächte vorgenommene Regulierungsänderungen machten einen Rückruf und eine komplette Überarbeitung aller Spezialwaffen erforderlich. Entwickler und Hersteller stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Wunderbar. Du bist langsam richtig gut. Ja, wenn du das meinst. Ja, ich finde mich auch langsam noch recht gut. So,
So, und dann würde ich hier sagen, machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann soweit, wenn wir dann die nächsten Level hier machen. Und ich dann soweit auch alle Level hier in der World freigeschaltet habe. Und ja, da würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Part hier in Splatoon 2, Story-Modus, Held-Modus, wie auch immer. Und ja, ciao Leute, macht's gut.